Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Bounfinders. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch Geld beschaffen müssen. Wir waren quasi noch mal bei der roten Scheune und bei der Zwillingsscheune. Und was soll ich sagen? Ich habe immer noch nicht alle Gegenstände gefunden, tatsächlich. Weder bei der roten Scheune noch bei der anderen, bei den Zwillingsscheunen. Genauso wenig nicht. So. Dann haben wir hier noch das Puzzleteil, das wir mitnehmen müssen, was auf dem Puzzletisch gehört. Da fehlt uns noch der Controller. Okay. Ja, viel einlagern können wir heute nicht mehr. Hä, da war doch das, war nicht? Okay. Ah, die Schaufel. Die Toilette. Und das Bild. Das sind die drei Sachen, die wir verkaufen könnten. Ich will jetzt einmal, aber ich kann jetzt auch wieder nicht auf den Bahnhof gucken, weil, ne, und so. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob wir damit jetzt die 5000 zusammen haben. Wir gehen mal pennen. Und verkaufen die anderen drei Sachen tatsächlich. Der Onkel, der ist gruselig. Jedes Mal steht er da, wo ich gerade hinlaufe. Das ist sehr gruselig. Oh, wir haben Mittwoch 7 Uhr. Was ist denn jetzt passiert? Ei der Daus. Wir haben nicht Dienstag 7 Uhr, sondern Mittwoch 7 Uhr. Ach Gott, nee. Dann werden wir gleich mal gucken, wann hier die ersten. Ach so, wir müssen ja auch öffnen. Auf Öffnen klicken, das wäre schon mal eine Maßnahme. So. Es sind nur drei Gegenstände, die wir verkaufen können. Das Bild, die goldene Heugabel und die Toilette. Aber es sollte reichen, um das nächste zu erledigen. Okay, den habe ich. Ja, mach's, nimm's mit. Dem habe ich ordentlich einen in die Nase gehauen. Der wollte nämlich meine Gabel haben. Meine Heugabel, meine Mistgabel. Wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet, weil ich dem jetzt Paroli geboten habe. Okay. 330. Ja, nimm's mit. Ey! Hätte auch mitnehmen können. Hä? Aber das war jetzt verbuggt, oder? Das ist nicht nett. Mädel. 375. Jawoll! Und wir haben die 5000 auf jeden Fall schon mal zusammen. Bin ich ja mal gespannt, wer jetzt hier kommt. Ich möchte haben 300. Du zahlst auch nicht mehr, ne? Das ist auch wirklich so. Mit dir diskutiere ich sowieso nicht mehr. So. Dann können wir uns jetzt tatsächlich auf den Weg machen zur neuen Location. So. Jetzt dürfen wir dahin. Puh. Das ist ganz schön teuer, wenn man keinen Sprit hat, ne? Wenn man den nicht findet oder sonst irgendwas.
dann finde ich das schon ganz schön teuer. Dann bin ich ja mal gespannt, was auf uns zukommt. Behalte die Vorlieben deiner Kunden im Auge. Ja, bestimmt. Ist auf jeden Fall hier ganz schön düster. Verwende die Aufwertungspistole zur Anpassung. Okay. Besondere Veranstaltung. Sehr vertrauenserweckend. Hurra. Do you want to be scared? Möchte ich mich erschrecken? Also theoretisch würde ich sagen, nein. Oder bin ich erschreckbar? Das Alligator-Taxi ist genial, okay. Puh, haben wir hier irgendwas, was wir noch nebenbei verdienen können oder so? Auf jeden Fall ist das. Oh, ist das crazy hier. Oh mein Gott. Gut. Lass es. Lass uns beginnen. Okay. Okay, das können wir hier nicht machen. Alligatoren eignen sich super für den Transport. Unsere Familiengeschichte verkauft am Mikro. Okay. Gut, wir verlassen diesen Ort. Wir haben es nicht geschafft. Dann ist es halt so. Leave the map and go back to the pawn shop. Aber was passiert hier? Miko ist immer bereit, Menschen in finanzieller Not zu helfen. Genau. Miko, it should. Dear customer, Bestimmt. no return. Aber ich kann ja jetzt hier nichts machen, ne? Wo ist denn mein Onkel? Den kann man doch immer fragen. Wo ist denn der jetzt hin? Wenn man den mal braucht, ne? Ich mache jetzt einfach mal Yes. Zurück zur Karte. Aber ich komme ja jetzt hier nirgendwo rein, oder? Theoretisch komme ich doch hier nicht rein, irgendwie. Also kann ich hier jetzt auch gar nichts machen.
Ja, wie gesagt, ich kann hier echt nichts machen, ne? Verstehe das hier gerade so wirklich nicht. Reise zum bösen Sumpf, suche nach Moses. Wie soll ich denn hier nach Moses suchen, wenn ich da nicht reinkomme? Tja. Ich muss es leider, Karte abgeschlossen, ich muss es leider so machen, weil ich weiß jetzt tatsächlich nicht weiter. Was sagt denn jetzt unser Computer? Ich muss da noch mal eine Nacht drüber schlafen. Weil verkaufen kann ich nichts mehr. Das ist doof. Donnerstag 7 Uhr. Naja, wenigstens geht das jetzt weiter. Wenigstens wird jetzt das weitergemacht. Ja, aber ich kann ja, ob ich da jetzt hinfahre, schon wieder 300 bezahlen. Warte mal. Das ist aber blöd, ne? Täglich grüßt das Murmeltier, oder wie soll das funktionieren? Ich mache es einfach mal. Ist egal. Ich mache es einfach mal. Verwende Ressourcen zur Reparatur von Gegenständen, defekter Gegenstände. So. Ja, aber die sind ja immer noch hier und ich kann es immer noch nicht, oder? Yes. Also das Ganze noch einmal. Ja, ich bin dann auch gleich wieder raus, ne? Ja, das dauert nicht mehr lange und ich bin gleich wieder raus. Okay. Okay. Das hat jetzt zumindest schon mal hingehauen. Das heißt, das ganze Teil gehört jetzt uns. Und der Onkel sitzt da drinnen schon rum, ne? So ein bisschen. Oha. Na gut. Einmal gucken, ob wir noch aufs Dach müssen oder so, aber sieht nicht danach aus. Räumen wir mal ein bisschen auf, ne? Ist ja auch kein Problem. Oder müssen wir aufs Dach? Ich gehe einmal gucken, ob wir aufs Dach müssen. Ach, Menno. Ja. Ah, ist nichts zu sehen. Okay. Dann kann ich hier Zuckel die Mucke, zwei Huhn, ein Gänse gleich mal aufräumen von außen. Wenn ich diese Palette jetzt eben hier zerstören konnte, ne, dann frage ich mich, warum ich Palette in der roten Scheune nicht
sieht man echt schlecht, ne? Warum ich die Palette in der roten Scheune nicht zerstören konnte, frage ich mich ernsthaft. Okay. Ah, diese roten Fliegen machen mir ein wenig Besorgnis. Vielleicht hätte ich die Planken eher nicht zerstören sollen, ne? Denn die kann man bestimmt, wenn man die, warte, ja, dann dreh sie so rum. So. Bestimmt da drauflegen, ne? Ach je. Ja, Andrina hat's wieder richtig, wie soll ich sagen, verkackt. Naja, dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie springen können oder so. Wenn wir da weiter wollen. Das ist schon... Oh, was ist das denn? Klappe. Geh mir nicht auf den Sack. So, Tür auf. Oh, mein Gott. Warum ist hier eigentlich so viel? Will ich das wissen? Oh, schön. Wenn wir ein bisschen Geld verdienen hier, ne? Okay. Okay, okay. Das ist ja schon... Das kann ich nicht tun. Die Kerze lasse ich mal noch an. Im Dunkeln ist nicht immer gut munkeln. Im Dunkeln ist nicht immer gut munkeln. Okay. Oh Mann. Hier ist irgendwas, was versteckt ist oder so. Das sind die Frösche.
Boah, das ist so ekelig. Ei, 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 ei. Oh, das ist so widerlich. Irgendwas ist hier, was ist was versteckt, was ich finden muss. Aber ich sehe hier nichts. Geht die Tür hier auf? Nee. Oh Leute, oh Leute. Ich weiß nicht, ob die Bilder hier an der Wand irgendwas bedeuten. Das ist ekelig. Boah, ist das ekelig. Oh Gott, ihr glaubt nicht, wie ich gerade leide. Ihr glaubt nicht, wie ich gerade leide. Echt nicht. Oh je. Delia. Bubba. Turbokalf. Okay. Puh. Ja, was? Tatsächlich. Warte mal. Guck mal hier, unter dem Bett, was sich da versteckt. Was sich da unter so einem Bett verstecken kann, ne? Ich habe eben hier ein Geräusch gehört, definitiv ein. Da. Pling, pling. Ein Pling, pling habe ich gehört, definitiv. Okay, du gehst jetzt mal da rein.
Ich weiß, ich könnte noch die Kerzen zerdeppern, aber ich lasse sie tatsächlich mit Absicht dran. Ja, mit A und D, ne? A und D. Okay. Geschafft. Hier höre ich es genau. Was? Was? Nicht witzig hier. Aha, hört sich nicht gut an. Was auch immer da für ein Bild drin stand, möchte es mir gar nicht ansehen. Diese Melodie ist nicht gut. An die Dose komme ich nicht ran. Warum auch immer, ich will es auch, glaube ich, gar nicht haben. Aha. Gott. Wie schrecklich. Ja, es ist, sorry, aber das ist jetzt tatsächlich so eine Folge, wo ich echt leise bin. Weil das wirklich, wirklich gruselig ist, ne? Zumindest für mich ist es wirklich gruselig. Da hängt mal eben so ein Knochenskelett. Frage mich, ob ich das mitnehmen muss. Nee, ne? Nee. So. Ah, hier können wir buddeln. Ach du Schande, ach du schöne Scheiße. Guten Tag. Dein Ernst, ich fall da rein. Ach Mann. Oh. Was bist du denn für ein Netter? Zurück an die Arbeit, Jungchen. Halt die Klappe, ey! Du bist hier gerade mitten im Gespräch. Dein Ernst? Okay. Ich vermute mal so, dass wir jetzt hier rüber müssen. Nicht weiter.
Okay, was? Was bitte? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da war jemand. Bin mir hundertprozentig sicher, dass da jemand war. Oh, ich kriege hier mittelschwere Lebenskrisen, ne? Echt so wirklich. Eieiei. Dunkel. Schmuddelig. Regular. Ich habe gerade meist die Hälfte aller Gegenstände gefunden. Na hurra. Weiß meine Freude gar nicht zu schätzen gerade. Geht nicht auf, geht nicht auf. Okay, dann können wir jetzt die Axt nehmen und hier Tabula Rasa machen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, Tabula Rasa ist, glaube ich, auch zu viel gesagt, aber... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Buddeln können wir hier nicht mehr. Warum steht da dieses Ding? Müssen wir hier irgendwie oben drauf? Nichts Genaues weiß man, also. Legen wir das mal hier hin. Wer weiß, wozu es gut ist, ne? Nee. Da ist nichts. Okay, die lassen wir mal noch liegen. Dann werden wir jetzt mal hier eine Runde Taxi fahren, wie auch immer sich das gestaltet. Ach Mann. Das ist doch echt. Eieieiei, ich glaube, wartet mal Leute, der Blick auf die Uhr verrät mir, ich werde jetzt hier keine Runde Taxi fahren, sondern die Folge ist um. Ihr dürft mit mir bibbern bis zur nächsten Folge, anders kann ich das gerade hier überhaupt nicht handeln. Also, wenn ihr mit mir zusammen bibbert bis übermorgen, dann würde ich mich freuen. In diesem Sinne, macht's gut, ciao und bye bye.